Sehr geehrte Zuhörerinnen, sehr geehrte Zuhörer und herzlich willkommen zu dieser Sendung von Neuen Radio Baronien. Ich bin der Moderator Franco Meyer und ich begrüße Sie herzlich zu dieser Sendung. Als erstes kommen wir zu den wöchentlichen Nachrichten. Montag. Am Montag begann die zweite Schulwoche des neuen Schuljahres. Und das war die erste Schulwoche, wo auch an jedem Tag die wirkliche Unterrichtszeit eingehalten wurde. In Österreich gab es 725.434 Fälle Covid-19, das entspricht einem Anstieg von 1.399 seit dem Sonntag und 22.847 aktive Fälle. Dienstag. Am Dienstag fand die Parlaments- und der erste Wahlgang der Staatsoberhauptwahl statt. Bei der Parlamentswahl gewann die DPW mit einer absoluten Mehrheit, das heißt, sie erreichte mehr als 50%. Des Weiteren war der erste lange Schultag, sehr lange Schultag, und zwar weil es wieder Turnen gab. Zum Turnen kamen allerdings wieder nur ungefähr die Hälfte, sogar weniger als die Hälfte der Klasse. In Österreich gab es 726.674 Fälle Covid-19, das ist ein Anstieg von 1.240 und 22.156 aktive Fälle. Mittwoch. Am Mittwoch fand die Studieninformationsmesse in Linz statt, genauer gesagt an der Johannes-Kepler-Universität der JKU. Dort konnten sich die Schülerinnen und Schüler der Maturaklassen darüber informieren, was für Studienrichtungen die Universität in Linz anbietet, und konnten sich auch noch einige Mustervorlesungen ansehen, wie sie auch im echten Leben ablaufen würden. In Österreich gab es 796 Fälle Covid-19, das entspricht einem Anstieg von 2022 und 21.994 aktive Fälle. Donnerstag. Am Donnerstag fand die Stichwahl oder der zweite Wahlgang für Staatsoberhauptwahl statt. Dabei gewann der Vorsitzende der DPW, Maximilian Engel. Er ist nun Staatsoberhaupt. In Österreich gab es 730.403 Fälle Covid-19. Das entspricht einem Anstieg von 1.707 und 21.418 aktive Fälle. Freitag. Am Freitag fand die Angelobung des neuen Staatsoberhauptes Maximilian Engel statt. Dazu gibt es auch ein Video, das wird in Kürze auf diesem Kanal hochgeladen werden. Wir bitten natürlich noch um etwas Geduld nach dieser Sendung. In Österreich gab es 732.157 Fälle Covid-19. Das ist ein Anstieg von 1.754 und 21.074 aktive Fälle. Damit kommen wir auch schon wieder zu meiner Liederwahl für heute. Und das ist dieses Mal das Lied Never Gonna Give You Up.
Das war Never Gonna Give You Up. Und damit kommen wir zur Lottoziehung für heute. Upsi, hier zur Lottoziehung. Und zwar gehen wir auch gleich zu dieser über und wir wünschen Ihnen natürlich wieder viel Glück bei der Ziehung. Und die Ziehungsmaschine läuft und die Ziehung, diese kann beginnen. Und die erste Zahl heute ist die 39. Die 39, ja. Die zweite Zahl ist die 37. Hier wurde keine gezogen. Daher müssen wir bis zur nächsten Umdrehung warten. Und hier ist sie auch. Und die nächste Zahl, diese ist die 5. Damit haben wir die Hälfte der Zahlen. Noch 3. Dann ist die Ziehung vollendet. Und die nächste Zahl ist die 21. Und jetzt kommt es entweder gleich zu einer Doppelziehung oder zu einer Einfachziehung. Es ist eine Einfachziehung, 18. Womit wir jetzt noch auf die letzte Zahl warten. Und diese ist die 7. Wir warten natürlich noch wie immer auf das offizielle Hineinrollen. Und richten sie in die korrekte Position. Und die Zahlen sind 7, 18, 21, 5, 37 und 39. Wenn Sie gewonnen haben, herzlichen Glückwunsch. Und damit gehen wir zurück zu unserer Hauptsendung, womit wir zu den Baronischen Wochencharts kommen. Und wir beginnen mit den Plätzen 9 und 8. Das ist Rehab von Eskimo Callboy und Master of Puppets von Metallica.
Damit kommen wir zu den Plätzen 7 und dem Platz 6. Das ist Your Song von Elton John und Hyper Hyper von Eskimo Callboy, welche wir nun abspielen werden.
Das waren die Plätze 7 und 6. Damit kommen wir zum Platz 5, Plugin Baby von Muse, und dem Platz 4, Rather Be Lonely von Red Rocks. I'd rather be lonely than let myself down. Get lost for a while as I wander around. I'd rather be only a face in the crowd instead of a figure or name. I'd rather be lonely and be on my way, dividing myself up in 10 separate ways. I'd rather the hassle of trying to change than ever feel hopeless.
nächstes kommen wir zum Platz 3 und wir sind bereits in den Top 3. Und das ist das Lied We Got The Moves von Eskimo Callboy. Auf Platz 2, Take Me Down Easy von James Henry Jr.
Und damit dürfen wir auch bereits unserem Platz 1 für heute gratulieren, für diese Woche. Und das ist das Lied Hysteria von Muse. Und damit sind die Charts vorbei und wir kommen noch zum Wetter. Heute wird es bis zu 23 Grad Celsius warm und es ist sonnig und relativ wolkenlos. Die Minimaltemperatur heute, diese wird vermutlich in der Nacht erreicht werden, ist 9 Grad Celsius. Und das war es auch schon wieder für die Sendung heute. Wir hoffen, sie hat Ihnen gefallen und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder auf Sendung gehen.